This is Masterfly. Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. Okay, also wir sind hier, um zu protestieren gegen die Politik, die gerade auf Herrn Öcalan angewendet wird. Abdullah Öcalan ist seit 2 Monaten in Totalisolation, also weder von Anwältinnen, Anwälten noch von politischen Delegationen oder ähnlichen Vertreterinnen kann er besucht werden, auch nicht von seiner Familie. Und das ist eben nicht nur ein individuelles Problem, sondern das ist ein Problem, was ganz, ganz stark mit der kurdischen Frage verbunden ist. Das heißt also, wir befinden uns ja eigentlich in einem Prozess. Theoretisch wurde ja immer auch mit Erdogan die Hoffnung verbunden, vermeintliche Hoffnung verbunden, dass ein Friedensprozess in der Türkei eintritt, oder dass Diskussionen über einen Friedensprozess stattfinden. Entschuldigung. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Also während auf der einen Seite sozusagen noch gesagt wird, während auf der einen Seite die HDP Parlamentsmehrheiten gewinnt oder ins Parlament kommt, mit die 10%-Hürde überschreitet, hat sich die Repression auf allen Ebenen erhöht und der Friedensprozess wurde von Seiten der türkischen Regierung praktisch komplett abgebrochen. Also ein Abbrechen vom Friedensprozess bedeutet eben auch natürlich die Isolation vom Hauptverhandlungspartner der kurdischen Bevölkerung, der kurdischen Freiheitsbewegung von Abdullah Öcalan und natürlich auf der anderen Seite die Bombardierungen von Kandil. Auf der anderen Seite natürlich auch die angewandte Politik gegen Rojava. Es wird gerade diskutiert, dass die türkische Armee in Rojava einmarschiert und gegen die Selbstverwaltung vorgehen wird, ob sie das tut oder nicht. Jedenfalls bildet sie gerade offen Kontras aus, unterstützt Jabhat al-Nusra und andere Einheiten, um das Projekt in Rojava anzugreifen. Denn das Projekt in Rojava ist ein Projekt wirklich, was nicht nur für jetzt das einzelne Individuum oder für jetzt nur für Kurdinnen und Kurden ist, sondern es ist eine Lösung für die ganzen konfessionellen Konflikte im Mittleren Osten, die ja eigentlich politische Konflikte sind, für die ethnisierten Konflikte. Und natürlich ein befriedeter Mittlerer Osten ist kein Mittlerer Osten, der gut instrumentalisiert werden kann. Und natürlich ganz, ganz kurz gesagt, deswegen wird gegen Rojava vorgegangen. Und die Bundesregierung natürlich auf der einen Seite zerhält sie an ihrer kriminalisierenden Politik gegenüber der Kraft, eigentlich die für dieses multikulturelle, multiethnische, basisdemokratische, feministische Projekt im Mittleren Osten steht, nämlich die PKK, hält sie an ihrer Verbotspolitik der PKK fest. Auf der anderen Seite setzt sie eben Kriminalisierung um. Kriminalisierung, die wir hier gerade im Moment auch erleben. Wir befinden uns jetzt gerade hier, organisieren gerade eine Kundgebung für die Freiheit von Abdullah Öcalan. Die Auflagen sind bodenlos. Also auf der einen Seite wird gesagt, Abdullah Öcalan darf kein blaues Hemd tragen, dann ist er verboten vor gelbem Hintergrund. Dann wird gesagt, ja, pro 50 Leute darf nur ein Bild von Öcalan gezeigt werden. Also da wird prozentual ausgerechnet, wie viel Öcalan erlaubt ist. Also das ist wirklich absurd. Und auf der anderen Seite wird eben auch gegen Forderungen wie, ja, weg mit dem Verbot der PKK und ähnliches, wurden erstmal Plakate sichergestellt und wurde erstmal geprüft, ob das überhaupt erlaubt ist. Jetzt wurden sie erlaubt, jetzt dürfen sie wieder gezeigt werden. Aber alle Forderungen, die mit der PKK zu tun haben, also direkt mit Abdullah Öcalan, will die Polizei hier verbieten und die Polizei will hier Regie spielen, was sozusagen hier stattfindet und was nicht. Und wir protestieren ganz entschieden dagegen und sagen auch, vor dem Hintergrund werden wir nicht demonstrieren heute. Wir werden hier protestieren und werden das auch nicht unter den Umständen einen Marsch zulassen, wo die Polizei jetzt noch gnädigerweise uns zugesteht, dass sie, wenn jetzt nochmal 50 Leute kommen, dann kriegen wir auch eins von den sichergestellten Bildern von Abdullah Öcalan wieder. Also das ist die widerlichste Gängelei und dagegen protestieren wir entschieden. Bis Buntayes, bis Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi için protesto ediyoruz ve bu protesto bizim için çok önemlidir. Çünkü barış süreci Abdullah Öcalan'ın kaderini, Abdullah Öcalan'ın teçhid kalkılması çok çok o kadar çok önemlidir. Ve ben şunu söylüyorum. Alman devlet
PKK yasağı kaldırması lazım. Bir barış için, bir çözüm için ama kaldırmıyor. Bu yürüyüşe de karşı baskı uyguluyor. Mesela diyorlar 50 kişi için bir tane fotoğraf, Serok Öcalan'ın bir fotoğraf gösterebiliriz. Başka gösteremez. Öyle bir şey Türkiye'de bile görmedik hareket olarak ve biz bunu da Kürtler Türkiye'de hiç görmedik. Her şeyi gösteriyorlar ama Almanya'da, Berlin'de polis öyle bir pratik uyguluyor. Biz protesto ediyoruz ve bu şekilde bir yürüyüş yapamayız. Eine Frage, PKK gilt die noch als Terrororganisation in Deutschland? Pardon? Die PKK ist, steht auf der EU-Terrorliste und wird in Deutschland auch als ausländische terroristische Vereinigung nach 129b kriminalisiert. Es ist sogar so, dass mittlerweile versucht wird, die Selbstverteidigungskräfte im Schengal, in Rojava zu kriminalisieren. So haben wir aus Spanien und aus England Fälle, dass Freunde, die dorthin gegangen sind, nach Terrorparagrafen in Europa verurteilt werden, wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, die gegen den IS, gegen die Barbarei des IS und für Basisdemokratie einsteht. Und in Deutschland haben wir gerade eine Situation von einer jungen Frau, die sich den Solidaritätsbrigaden von Kobani anschließen wollte. Und was ist passiert? Ihr wurde die Ausreise verweigert, weil sie eine Gefährderin sei. Gefährderin für wen? Gefährderin für den IS oder was? Also da sehen wir, was für eine Praxis einfach in diesem Staat umgesetzt wird. Ich muss jetzt mal... Ich komme gleich wieder. Herzlich willkommen zu unserer Kundgebung. Hiermit eröffne ich die Veranstaltung. Und leider... ...friedliche Lösung in Kurdistan für einen Friedensprozess zu demonstrieren. Für ein Fortdauern des Friedens und gegen den Krieg, dass weder Soldaten sterben, dass weder Guerillas sterben, sondern dass eine Gesellschaft aufgebaut wird, eine frauenbefreite Gesellschaft, eine Gesellschaft jenseits von Staat, Macht und Gewalt, eine Gesellschaft, in der Esidinnen und Esiden, Kurden und Kurden, Sunnitinnen und Sunniten, alle Ethnien, alle religiösen Gruppen in Frieden gemeinsam leben können. Der Architekt dieser Lösung, dieses Friedensprozesses ist Abdullah Öcalan. Und wir tragen hier ganz, ganz deutlich die Forderung nach Freiheit für Abdullah Öcalan auf die Straße. Denn die kurdische Freiheitsbewegung, das basisdemokratische Modell in Rojava, in Nordkurdistan, ist schweren Angriffen ausgesetzt. Angriffen durch den IS, Angriffen durch Jabhat al-Nusra, Angriffen durch den türkischen Staat, die diese Gruppen unterstützen, aber auch Angriffen durch die Mächte der kapitalistischen Moderne, durch die sogenannten westlichen Staaten, allen voran auch Deutschland. Wir erleben hier eine restriktive Politik, eine Politik des PKK-Verbots, ein Verbot gegen eine Organisation, die Hunderttausende Esidinnen und Esiden auf dem Schengal zusammen mit Kämpferinnen der YPG und YPJ gerettet hat. Eine Organisation, die für die Freiheit steht, für die Basisdemokratie und für die Frauenbefreiung. Insofern bezieht der deutsche Staat Partei und auch die Berliner Versammlungsbehörde, indem sie uns hier schikaniert, indem sie uns hier einschränkt, unsere legitimen Forderungen auf die Straße zu tragen. Deswegen
muss ich euch zunächst einmal die Auflagen vortragen. Also, es ist verboten für die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, sowie deren Nachfolge- und Tochterorganisationen in Wort, Schrift oder Bild zu werben. Kennzeichen und Embleme dieser Organisationen dürfen weder auf Fahnen, Transparenten noch sonst mitgeführt werden. Ja, wo leben wir denn? Wenn wir die Situation in der Türkei uns anschauen, dann sehen wir Millionen Menschen, die auf die Straße gehen, mit den Fahnen, mit Bildern von Abdullah Öcalan, mit den Fahnen der KCK, mit den Fahnen der PKK. Mit all diesen Fahnen. Doch Deutschland, und das hat mir gerade ein Genosse hier nochmal ganz deutlich bestätigt, doch Deutschland ist da so wie die Türkei vor 10 Jahren. Das Zeigen von Bildern, nächste Auflage, das Zeigen von Bildern mit dem Konterfei von Abdullah Öcalan wird mit der Maßgabe erlaubt, dass ein Öcalan-Bild pro 50 Versammlungsteilnehmer verwendet werden darf. Ja, wo ist da die Logik der Versammlungsbehörde? Also, der 50. Teil von Öcalan pro Person ist erlaubt. Wenn der Prozentsatz höher wird, dann ist es verboten. Was ist das für eine Logik? Das ist eine Logik, die weder juristischen noch demokratischen Rechten standhält. Weiter geht's. Öcalan-Bilder dürfen sich nicht auf Fahnen befinden und ihn nicht in militärischer Kleidung zeigen. Insbesondere wird das Zeigen von Abbildungen untersagt, welche Öcalan in blauem Hemd vor gelbem Hintergrund zeigen. Fragen Sie mich nicht, was Öcalan im blauen Hemd mit militärischer Kleidung zu tun hat. Anscheinend will die Versammlungsbehörde hier auch auf die Mode eingehen, die von der kurdischen Bevölkerung oder von Abdullah Öcalan getragen wird. Das alles ist ein Skandal, die Menschen hier zu schikanieren, die Menschen hier daran zu hindern, gemeinsam auf die Straße zu gehen und ihre demokratischen Forderungen zu äußern. Die Bilder sind über die Versammlungsfläche gleichmäßig zu verteilen. Bildträger, auf denen sich Abbildungen von Öcalan befinden, dürfen darüber hinaus keine weiteren Bilder oder Symbole aufweisen. Keine weiteren Bilder oder Symbole, also keine Forderungen oder Ähnliches. Das ist wirklich ein politisches Mundtotmachen, was hier stattfindet. Und wir fordern von der Versammlungsbehörde, wir fordern von der Politik, dass sie endlich mal Abstand nimmt von dieser Kriminalisierungspolitik. Wir fordern weg mit dem Verbot der PKK. Wir fordern Freiheit für Abdullah Öcalan. Schluss mit der Kriminalisierung von Kurdinnen und Kurdinnen. Es lebe der Freiheitskampf, es lebe die demokratische Autonomie. Biji Berhvedare Kurdistan, Biji Tevkera Kurdistan. Roşbaş, hemen no. Öncelikle Müslüman arkadaşlarımın Ramazan bayramını kutluyorum. Konuşmama başlamadan önce Kürdistan devriminin temel yapı taşları olan 14 Temmuz şehitleri şahsında devrim ve sosyalizm mücadelesinde şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Anıları bize ışık tutuyor. Şehit kaderin! Şehit kaderin! Şehit kaderin! Şehit kaderin! Yoldaşlar, bugün her bir şey. Yoldaşlar, bugün burada Kürt Halk Önderi
Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan yeni tecrit politikasını ve AKP şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni savaş politikalarını protesto edip yürüyüş ve miting yapacaktık. Ama gördüğünüz ve bildiğiniz gibi Alman Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aratmıyor. Abdullah Öcalan'ın şahsındaki resimlerine konulan ipotek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasakçı ve savaşçı zihniyetiyle aynıdır. Bunlar aynı kandan ve aynı damardan beslenmektedir. Alman Devleti'ni bu konudaki yasağını buradan protesto ediyoruz. Kahrolsun zorbalar, kahrolsun kapitalistler, kahrolsun zalimler. Yoldaşlar, Temmuz 2011'den itibaren Sayın Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştürülmüyor. 27 Temmuz 2011'den bu yana avukatları 409 kez görüşmek için talepte bulunmuşlar. Fakat her seferinde 3 tane bahaneyle karşılaşmışlar. Ya gemi bozuk, ya hava muhalefeti, ya da bayram nedeniyle Öcalan'la avukatları görüştürülmemiştir. Şimdi ise Nisan ayından itibaren HDP heyetiyle devlette İmralı'ndaki HDP milletvekilleri de görüştürülmüyor. Yani Abdullah Öcalan'a rehin politikası uygulanıyor, rehin. Şunu bilsinler. Dört parça Kürdistan'da, İran'da, Suriye'de, Irak'ta ve Türkiye'de milyonlarca Kürt'ün önderi kabul ettiği dünyanın her bir tarafındaki özgürlük ve demokrasi yanlarının ve Kürtlerinin önderlik olarak kabul ettiği Abdullah Öcalan'a uygulanan bu tecrit kabul edilemez. Bunlar savaş istiyorlar. Öcalan 16 yıldır 12 metrekarelik hücresinde bu ülkede kan akmasın diye, onurlu ve özgür bir barış olsun diye çabalıyor. Bütün bu müzakere sürecini başlatan, savaşın durdurulmasını isteyen, hem ülkede hem de Orta Doğu'da bir model yaratmak için demokratik ulus ve demokratik paradigma önerilerini sunarak bugünkü dünyamıza 21. yüzyıla ışık tutuyor. Siz milyonlarca insanın önder kabul ettiği ve barıştan yana olan bir insanı, bir önderi rehin olarak tutamazsınız. Onu rehin olarak alamazsınız. Buna Kürtler başta olmak üzere devrimciler, sosyalistler, demokratlar karşı çıkar ve buradan bizler de karşı çıkıyoruz. Arkadaşlar, 7 Haziran'dan sonraki seçimlerin tablosundaki çıkan şey şuydu. Milyonlarca insan dedi ki barış müzakereleri devam etsin ve Erdoğan'a da şu mesajı verdiler. Seni padişah yaptırmadık, yaptırmayacağız. Ve Erdoğan şimdi tek başına iktidar olamamanın ve Aksaray'da kendisini padişah olarak ilan edememenin sıkıntısını yaşıyor. Ne yapıyor? Yeni savaş politikalarını hazırlıyor. Suriye, yani Rojava ve Kobani sınırında 400 kilometrelik bir hatta zırhlı tanklarını, toplarını yerleştirmiş, orada bir koridor oluşturmak istiyor. Ne yapıyor? Ardahan'da, Göle'de, Ağrı'da ve şimdi de Cudi Dağı'nı top ateşlerine tutarak yeni bir savaş kışkırtıcılığının politikasını yapıyor. Yani gerillayı provoket etmek istiyor. Cevap istiyor. Erdoğan, ayağını denk alacaksın. Kürtler özgürlük ve demokrasi isteyenler savaş istemiyor. Bizleri savaşa ve silaha mecbur etmeyin. Biz bu ülkede Orta Doğu halklarıyla birlikte, bütün insanlıkla birlikte, inançlarla birlikte kardeşçe yaşamak istiyoruz. O yüzden barıştan yana olan bütün kesimlerin el ele, yan yana bu savaş politikasının karşısında bir barikat oluşturma zorunluluğu vardır. Hepinizi göreve çağırıyoruz. Artık oturma zamanı değil. Avrupa'dan bütün kamuoyu olarak bir onları caydırıcı bir baskı yapmamız lazım. Avrupa Parlamentosunu harekete geçirmemiz lazım. Avrupa kamuoyunu harekete geçirmemiz lazım. Öcalan'a uygulanan yeni bir tecrit politikasıdır. Bu yeni tecrit politikasında rehin alma mantığı vardır. Ama Kürtler her bir seferinde Osmanlı'nın devamı olan AKP ve TC zihniyetinin bu planlarını boşa çıkartacaktır. Bu topraklarda barış inşa edilecektir. Buradan Kürt halk önderi Öcalan'a binlerce selam gönderiyorum. Bici Serokapo, bici Kürdü Kürdistan!
Şimdi hedefe ben nedeni hazırladığımız konuşmayı okuyacağım. Sevgili dostlar, sevgili yoldaşlar. Savaş şırkanları yine devrede. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi yönünde mücadele eden güçleri bir araya getirmiş olan HDP'nin 7 Haziran seçimlerinde aldığı muazzam sonucu anlamadılar. Son 4 ayda Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerinde geliştirilen tecritle Türkiye halklarının sabrını zorluyorlar. Çözüm sürecinin mimarı olan, bütün kritik zamanlarda barışta ısrar eden, çözüm sürecine yol gösteren, sadece Kürtlerin değil, Türkiye ve Kürdistan coğrafyasının bir bütün olarak özgürleşmesi yönünde projeler ortaya koyan Sayın Öcalan'a uygulanan tecride bir an önce son verilmesini ve barış görüşmelerinin tekrar başlatılmasını istiyoruz. Her gün yüzlerce insanın öldüğü savaş ateşini büyüteceği unutulmamalıdır. Oysa bölgedeki savaş ateşinden barışı ve özgürlükleri genişletmek suretiyle çıkmak mümkündür. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamanın biricik yolu çözüm sürecinin kaldığı yerden devam ettirilmesidir. Türkiye'deki demokratik güçlerin en önemli görevi sandıkta açığa çıkan barış iradesini görünür kılmak, müzakerenin sürdürücüsü konumunda olan Sayın Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve Sayın Öcalan'ın özgürlüğe kavuşmasını sağlamaktır. 7 Haziran'da ne kadar çok olduğumuzu gördük. Demokratikleşme ve özgürlüklerin geliştirilmesi için çözüm sürecine devam edilsin. Türkiye'deki tüm halkların hakları koşulsuz olarak tanınsın. Savaşa ve tecride hayır, çözüme ve barışa evet. Teşekkürler. Stopp der erneuten Totalisolation. Freiheit für Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan wird von Millionen Kurdinnen und Kurden als ihr politischer Repräsentant angesehen. Die weltweite Kampagne für seine Freiheit hat 10,3 Millionen Unterschriften gesammelt. Seit 1993 versucht Öcalan, günstige Bedingungen für eine friedliche Lösung des Konflikts herbeizuführen. 2009 legte er eine Roadmap für den Frieden vor. 2013 stoppte sein Aufruf zum Rückzug der Guerilla effektiv den bewaffneten Konflikt in der Türkei. Seit seiner Verschleppung in die Türkei 1999 wird Öcalan auf der Gefängnisinsel Imrali von mehr als 1000 Soldaten bewacht und von der Außenwelt abgeschirmt. Außer ihm sind eine Handvoll Mitgefangene auf der Insel. Öcalans Rechtsanwälte werden bereits seit 4 Jahren nicht mehr zu ihrem Mandanten vorgelassen. Die Autonomie, die sich die Kurdinnen und Kurden in Rojava, Nordsyrien, erkämpft haben, lässt den türkischen Staat immer aggressiver agieren. Die türkische Unterstützung des terroristischen Islamischen Staates in ihrer Massakerpolitik gegen Kurdinnen in Rojava und Schengal gehört genauso dazu wie die Isolationspolitik auf Imrali. Die vor 2,5 Jahren begonnenen Gespräche zwischen Öcalan, PKK, HDP und der türkischen Regierung über eine Konfliktlösung wurden von der AKP-Regierung im Vorfeld der türkischen Parlamentswahl wieder auf Eis gelegt. Seit März befindet sich Öcalan unter verschärfter Isolation. Auch die HDP-Abgeordneten dürfen ihn nicht mehr besuchen. Stattdessen rüstet die noch amtierende AKP-Regierung zu Krieg. Die Militäroperationen in den kurdischen Landesteilen haben massiv zugenommen. Erstmals seit Beginn der Friedensgespräche wurden wieder Luftangriffe auf Guerillagestellungen geflogen, während Panzer an der Grenze zu Syrien und Rojava auffahren. Die Türkei spielt mit dem Feuer. Die Situation ist paradox. Ein Verhandlungsführer in Totalisolation. Im Sinne einer nachhaltigen Lösung muss sich das ändern. Öcalans Freiheit ist nicht nur eine Schlüsselforderung von Millionen Kurden. Zusammen mit der Freilassung der anderen politischen Gefangenen stellt sie einen notwendigen Schritt auf dem Weg zum Frieden dar. Öcalan wird allseits als Schlüsselfigur für einen wahren Friedensprozess betrachtet. Er muss frei sein und in der Lage sein zu kommunizieren. Die erneute Totalisolation Öcalans und auf der Gefängnisinsel Imrali ist ein gefährliches Zeichen einer möglichen bevorstehenden Eskalation. Erdogan tut alles, um eine friedliche Lösung zu blockieren. Wir wollen Frieden und eine demokratische Lösung in Kurdistan und der Türkei. Wir halten Öcalan mit seinen Konzepten für eine demokratische Autonomie in einer demokratischen Republik für einen Garant einer solchen Lösung. Wir wollen seine Freiheit jetzt. Deshalb fordern wir Freiheit für Öcalan und alle politischen Gefangenen in der Türkei. Isolationsfolter beenden, Imrali schließen. Stopp die Kriegsvorbereitung von Erdogan und der AKP. Für die Aufhebung des PKK-Verbots und die Streichung der PKK von der EU-Terrorliste. Der
als Repräsentant der Kurdinnen und Kurden gilt, wird in Totalisolation gestellt. Stellungen der Guerilla werden zunehmend bombardiert. Die Kriminalisierung gegen die kurdische Bewegung, auch in der Türkei, wird wieder verschärft. Und an der Grenze von Rojava ziehen Panzer auf. Wonach es Erdogan und der AKP nicht gelungen ist, mit der Finanzierung des Islamischen Staats Rojava, dieses Experiment, dieses demokratische Experiment im Nahen Osten, was eine Beispielwirkung in die Region hat, nicht nur für den Freiheitswillen der Kurdinnen und Kurden, sondern auch für das friedliche Zusammenleben verschiedener Ethnien, verschiedener religiöser Gruppen und verschiedener Minderheiten, wonach es der AKP nicht gelungen ist, mit Hilfe des Islamischen Staates dieses demokratische Experiment im Blut zu ertränken, drohen sie nun mit einem offenen militärischen Eigenmarsch in Rojava, um den Freiheitswillen des kurdischen Volkes niederzuschlagen. Deshalb müssen wir weltweit die Solidarität mit dem Kampf der Kurdinnen und Kurden und der demokratischen und revolutionären Kräfte in der Türkei und im Nahen Osten verstärken. Wir sehen immer klarer, dass dies nicht nur ein Kampf der Kurdinnen und Kurden ist, sondern dies ein Kampf, der in Rojava geführt wird, der aber auch im ganzen Nahen Osten und auch in der Türkei geführt wird. Ein internationaler Kampf für eine Gesellschaft, in dem die Menschen anfangen, ihre Würde und ihre Geschicke selber in die Hand zu nehmen und sich nicht mehr von den Herrschenden spalten und gegeneinander aufhetzen lassen, was wir in den letzten 100 Jahren in der Geschichte des Nahen Ostens seit dem Ersten Weltkrieg nur allzu deutlich sehen können. In diesem Sinne möchte ich auch erinnern an all die internationalistischen Genossinnen, all die Märtyrer, die von überall aus der Welt her nach Rojava gegangen sind, um sie Schulter an Schulter mit den Kurdinnen, den fanatisierten Milizen des Islamischen Staates entgegenzustellen. Ganz besonders erinnern möchte ich an Kevin aus Karlsruhe, einen jungen Genossen aus der antifaschistischen Bewegung, der am 7. Juli bei einem Gefecht mit dem Islamischen Staat in den Reihen der JPG, in den Reihen meiner internationalen Brigade der JPG gefallen ist. Nach Ivana Hoffmann ist Kevin der zweite Internationalist aus Deutschland, der sich dem Kampf der Kurdinnen und der JPG angeschlossen hat, ohne selber einen kurdischen Hintergrund zu haben. Dies zeigt, und es werden immer mehr, die nach Rojava gehen und sich dort internationalen Brigaden anschließen, um Seite an Seite mit den Kurden für die Sache der Menschlichkeit zu kämpfen. Dies zeigt, dass dies kein Kampf der Kurdinnen und Kurden, sondern dies ist ein weltweiter Kampf für Würde, für Selbstbestimmung, gegen Faschismus, gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg. Die kurdische Bewegung musste diesen Kampf jahrelang alleine führen, doch nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo sich die Menschen weltweit auf der zusammenschließen sollten, um Seite an Seite mit der kurdischen Bewegung ein besseres Leben für die Kurdinnen, aber auch für uns selber hier in Deutschland und überall anders auf der Welt zu erkämpfen. In diesem Sinne, in Gedenken an Kevin, Ivana und alle gefallenen Märtyrer der kurdischen Revolution und alle gefallenen Internationalisten. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Ja, das können wir gerne weiter rufen. Hoch die internationale Solidarität. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns hier versammelt, um gegen die Verschärfungen der Haftbedingungen für Abdullah Öcalan zu protestieren. Seit nun mehr als 16 Jahren sitzt Öcalan auf der Insel Imralı unter unwürdigen Bedingungen im Gefängnis. Des Öfteren wurden seine Haftbedingungen in der Vergangenheit massiv leider sich verschlechtert. So wurde er in Zellen verlegt, die keine Sonne abbekommen. Die Luft im Hochsicherheitstrakt ist kontaminiert. Und auch der Kontakt zu Anwälten und Besucherinnen und Besuchern wurde in der Vergangenheit monatelang aufgrund angeblich schlechter Wetterverhältnisse verwehrt. Liebe Freundinnen und Freunde, die türkische Regierung spielt hier ein dreckiges Spiel. Je nach politischer Lage werden die Haftbedingungen von Öcalan willkürlich verbessert und oder verschlechtert. Das hat mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit,
nichts tun und wir werden dieses Spiel nicht weiter auch hier in Berlin dulden. In den vergangenen Jahren hat der Kurdenführer Öcalan des Öfteren verdeutlicht, dass er einen Weg des Friedens gehen will. Die türkische Regierung hat sich jahrelang übrigens mit ihm an einen Tisch gesetzt, um Friedensverhandlungen in der Türkei zu führen. Den Weg des Friedens haben wir auch als Linke in Deutschland nicht nur begrüßt, sondern selbstverständlich auch unterstützt. Diesen Pfad hat die türkische Regierung leider seit langem verlassen. Ein eigenständiger Kurdenstaat in Nordsyrien war ihr so ein Dorn im Auge, dass sie lieber die Barbaren des Islamischen Staates unterstützt hat, um den Kurden insgesamt zu schaden. Die Verschärfung der Haftbedingungen von Öcalan sind ein weiterer Ausdruck dafür, dass die AKP-Regierung keinerlei Interesse am Frieden hat. Vielmehr ist dies als ein Zugeständnis an die nationalistische MHP zu verstehen, damit künftigen Koalitionsverhandlungen den Weg geöffnet wird. Wir werden diese Handlungswillkür der türkischen Regierung nicht weiter dulden und rufen die türkische Regierung dazu auf, erneut den Boden der Rechtsstaatlichkeit zu betreten. Herzlichen Dank. تنبا شبانو اب تجریده نصر بری گری کرد بریز عبدالله و جلان تجریده نصر قدره کرده تجریده نصر نرخ کرده نصر جرینوس کرده مخابن پیش آوه دولت ناو نتوی ایگور بازه مافی مروان دانین عبدست خواه اف تجرید سروی سروکیتی مشاندن حتایی رو اما یا شارده سال خواستن ری بری گلی کردش گل بکتینن اف پولیتیکا قریش اف پولیتیکا دوری مروفهی گلو گاچه انجامی ام جوانت بیجن امی حرور قادابن سروکی مادی دل مدیا بیمیجی مدیا درامان مدیا جبو گوری بر آپو سیمبول جبو کرده تیر نوسا کرده یا قدر کرده یا نوب دسته اوجل را تیر میساندن امی چاواویش بیرا بکن امی چاواوی پتنه بهنن لورا دیروک روشه که به محاسبه با کساد که اب کسی گو چاوی خود گرن لحنبری به تجریده لحنبری به پولیتیکا قریش لسر بری گلی کرد 40 مليون انسان لسريا شوبان دناريا فكروا راماني ريبر ابو تمشي لهالشا باشي كردستاني ريبر ابو سيمبولا قدرا فكروا رامانا او قدر افرامان نمكنا قولي جدلي قلي كردر كبي في بوليتيكاي ام بتجديد بروتستكن ام خرتم سروكي خورنا بريبر خورنا حتى ريبر ما آزاد نبي آزاد يا كردستان جنابي حتى ريبر آفو آزاد نبي فكر وراماني مشي آزاد نبي وناك انتمر امناك انارمان جاخوا وين هرتم بجين وسروك بجي كردستان بجي وكالي ديمقراط بجين ساتا وخش خیر هاتن آوا تا وادی کم سرسره سرچاوار هاتن تجربه دست ریبری گلی کرد بریز عبدالله و جلان هم شرمزار دکن او حیا داوی هم بسروک خوردن هم جد دولت ترکارد بیجن جوالات عربات تمارد بیجن
ام جدا عشيرت بيجن حتي انسان دجمني كردا ام جوارد بيجن كرد هنا لسر بيانا كرد ويلي بشتار بري قلي كرد مريز عبد الله اوجلان بن ملتي كرد ويبدو برادقما سروكاتي برادقما عاشيتي برادقما وكهوي برادقما سرخبون وعزادية ربن هفال انهجا ام ايرو البدرين ايرو الهندري كردستاني شردس بكرية عاشيتي تيك برنة سوريش تيك برنة لروجاواي كردستاني هر روش شهيدن روجا كو شهيد سنبن تنية روجا عيدة بلا جاردي ملت كرد شهيد خوة شارتن مجبوني وناجي ام حياني داوي بي بنغاوا ازاديا ربري خوربن بي بنغاوا ازاديا اوجلان ربن بي بنغاوا ازاديا كردستان ربن هون سرسرا و سرچاوار هاتن او غالك سپاس Liebe Freundinnen und Freunde, ja, unser Recht zu protestieren wird hier, wie schon gesagt, ganz, ganz systematisch und willkürlich eingeschränkt. Jetzt haben wir gerade die Auflage gehört, dass Menschen, oder beziehungsweise die Ansage bekommen, dass Menschen, die das Bild von Serok Apo tragen und gleichzeitig die Parole Biji Serok Apo rufen, die würden gegen das Vereinsgesetz verstoßen und gegen die könnte man dann entsprechend vorgehen. Das ist eine Willkürpolitik sondersgleichen. Eine Willkürpolitik, die vor dem Hintergrund stattfindet, dass die kurdische Freiheitsbewegung in Rojava, in Nordkurdistan und auch in Rojhelat im Iran anfängt, ein System der Demokratie aufzubauen, in dem eben alle Menschen multikulturell zusammenleben können. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, heute ist Bayram, heute ist das Fest sozusagen, das Ende des Ramazan. Und es war sehr interessant, als ich die Zeitungen von Rojava heute aufgeschlagen habe, da waren Gratulationen zum Ramazan drin, von der esidischen Gemeinde, von schiitischen Menschen, von Christen, also Gratulationen, die eben zeigen, ein Zusammenleben der Menschen ist möglich, jenseits von Kriminalisierung, jenseits von Hass, jenseits von Rassismus und Sektierertum. In Rojava steht im Moment unter schweren Angriffen. In Haseke greift der IS an und auch auf Afrin und in Aleppo auf Sheikh Mesut greifen Milizen des Jaish al-Fatah an, eines Bündnisses, das von Al-Qaida geführt wird. Währenddessen plant die Türkei, ein turkmenisches Heer aufzubauen, das eben nach rassistischen, sektiererischen Maßstäben die Spannung in der Region erzeugen sollte. Als ich selbst in Rojava war, habe ich gesehen, wie die Menschen zusammenleben, wie die Menschen sich zusammen organisieren, wie die Menschen sich selbst in Räten verwalten und sagen, wir brauchen keinen Staat und wir brauchen niemanden, der uns gegeneinander ausspielt. Und gerade die Frauen, die man interviewt, gerade die Frauen, die man mit denen man spricht, die sagen natürlich, das Symbol unserer Befreiung und die Person, die unseren Freiheitskampf ideell immer unterstützt hat, ideell und praktisch, das ist Serok Apo. Das ist Abdullah Öcalan und das ist natürlich die kurdische Freiheitsbewegung, die PKK. Das haben mittlerweile viele Menschen erkannt. Manche bauen auf, es gibt es Baubrigaden in Kobani von IKOR, manche unterstützen medizinische Projekte, aber manche entschließen sich auch, dorthin zu gehen und gegen den Faschismus des IS zu kämpfen. Erst letzte Woche, mit vielen anderen auch,
ist unser Freund Dilsos Buhar, ein Genosse aus Karlsruhe, gefallen. Wir trauern um ihn und wir trauern um die Märtyrer und Märtyrerinnen von Kobani, von Rojava, die im Kampf für die Freiheit gefallen sind. Shehid Namerin, ey Shehid Riate, Riameye. Wir protestieren hier entschlossen gegen das PKK-Verbot und wir haben jetzt unsere Forderungen kundgetan. Wir haben gezeigt, was das für ein Skandal ist, was hier passiert und dass Schluss sein muss mit der Kriminalisierung der kurdischen Freiheitsbewegung. Vielleicht noch eine Bemerkung zu machen. Diese Doppelmoral, die stattfindet, die sehen wir natürlich auch auf der politischen Ebene. Während, wie gesagt, in Spanien und in England Freundinnen und Freunde, die angeblich nach Rojava zum Kämpfen gegangen seien oder zurückgekommen seien, nach Terrorparagraphen festgenommen werden, obwohl sie Teile der YPG oder YPJ waren, die nicht verboten sind, die keine kriminellen Organisationen sind, gehen die europäischen Staaten nach der Terrorliste so vor, dass sie das Konstrukt aufbauen, YPG, YPJ sei die PKK und das Absurde, die PKK sei eine Terrororganisation. Diese Logik fällt aber den Staaten selbst auf die Füße. Es ist genau die gleiche Logik, die hier auf uns angewandt wird, die so widersprüchlich in sich ist. Denn auf der einen Seite schickt die Bundesregierung den KDP-Peschmerga Waffen nach Südkurdistan. Und diese KDP-Peschmerga, die konnten sich auch nur schützen, konnten sich auch nur verteidigen, weil die Guerillas der PKK, weil die Guerillas der HPG in Mahmur Widerstand geleistet haben. Also, wenn man sagt, naja, die YPG kooperiert mit der PKK und deswegen sind alles Terroristen, dann müsste diese Logik natürlich auch auf die Waffenlieferungen der Bundesregierung angewandt werden und dann wäre die Bundesregierung auch nach 129b als Unterstützerin einer terroristischen Vereinigung zu kriminalisieren. Natürlich ist das nicht unser Vorhaben, aber das zeigt einfach die Widersprüchlichkeit der Logik. Und aufgrund dieser Widersprüchlichkeit, aufgrund dieser skandalösen Logik, wollen wir als Demonstration nicht noch das Feigenblatt bieten, hier jetzt so zu tun, als gäbe es für uns ein Demonstrationsrecht, wo uns nach Gusto von der Polizei, von der Versammlungsbehörde Fahnen weggenommen oder wieder zugeteilt werden, je nachdem, ob die Forderungen politisch sind oder nicht oder wie auch immer. Und wir werden das nicht akzeptieren, deswegen nehmen wir heute ausdrücklich nicht von unserem Recht auf Demonstration Gebrauch, sondern wir beenden jetzt unsere Veranstaltung. Baskalar Bilzi, Yildirim Mas, Sie werden uns nicht einschüchtern. Unser Kampf geht weiter. Biji Serok Apo, Biji Berkhedana Kurdistan, Biji Tevgena Kurdi, Biji Ashiti, Biji Aziadi. Kemal'le bir David var. Değerli arkadaşlar, bizim buradaki toplamamız sona ermiştir. Pankartları bir zahmet arabanın yanına getirin. Der Hauptthema der Demonstration war ja Freiheit für Öcalan. Worum geht es jetzt genau? Weil ich habe transparent gesehen, Freiheit für Öcalan, geht es jetzt um die Verbesserung der Haftbedingungen oder um die Freilassung? Also eigentlich, also es geht um natürlich die Freiheit, das ist unsere Maximalforderung. Aber man darf diese Frage eigentlich nicht individuell beantworten. So, natürlich geht es auf der einen Seite um das Individuum Abdullah Öcalan, aber es geht natürlich auch darum, dass Abdullah Öcalan von, es gab jetzt eine Unterschriftenaktion, 10,5 Millionen
Millionen Menschen haben unterschrieben für die Freilassung von Abdullah Öcalan. In Deutschland? In der weltweit war das. Also Abdullah Öcalan ist natürlich ein ganz, ganz starkes politisches Symbol und natürlich geht es um die Verteidigung des Modells, das Abdullah Öcalan vertritt, also die demokratische Autonomie. Und auf der anderen Seite natürlich auch für den Friedensprozess in Kurdistan. Weil solange man, und das sagen ganz, ganz viele Leute in Kurdistan, solange Abdullah Öcalan nicht freigelassen wird, ist eigentlich in der Gesellschaft dort niemand frei, weil er sozusagen als ihr Repräsentant symbolisch festgehalten wird. Solange gibt es keine politische Freiheit. Natürlich, ein erster Schritt wäre jetzt, die Totalisolation aufzuheben, die seit 2 Monaten wieder verschärft besteht. Also im Umfeld der Wahlen begonnen hat. Abdullah Öcalan soll aus allen politischen Prozessen rausgehalten werden. Und das ist natürlich ein Punkt, der einfach zu einer totalen Eskalation der Situation führt. Das wird natürlich ganz klar, solange der Repräsentant inhaftiert wird, es gibt keinen Verhandlungsprozess, der wurde von türkischer Seite beendet. Gleichzeitig zur Isolation hat man angefangen zu bombardieren. Die Judi-Berge brennen im Prinzip gerade wirklich, werden auch nicht gelöscht. Und also das ist eine Situation, das hängt, es steht eigentlich alles dahinter. Und ich habe auch oft die Frage gestellt jetzt, ja, warum fordern wir eigentlich Freiheit für Abdullah Öcalan? Warum sagen wir nicht Freiheit für alle politischen Gefangenen und meinen ihn mit? Oh, fordern natürlich Freiheit für Abdullah Öcalan und alle politischen Gefangenen, aber die Gefangenen vor allem haben darauf immer in Briefen die Antwort gegeben, naja, die Situation von Abdullah Öcalan ist sozusagen ein Indikator für unsere Situation. Und wenn Abdullah Öcalan freigelassen wird, dann bedeutet das für uns auch einen Schritt weiter und das bedeutet eigentlich auch unsere Freilassung. So lässt sich natürlich auch, das ist natürlich auch einer der Gründe, warum letztes Jahr 60 Tage lang über 10.000 politische Gefangene in der Türkei gegen die damalige Totalisolation, vor 2 Jahren, im Hungerstreik waren. Welches Ziel verfolgt die PKK hauptsächlich? Die PKK verfolgt das Ziel eines friedlichen Mittleren Ostens, basisdemokratisch organisiert und das Ziel der Frauenbefreiung. Basisdemokratie ist dabei eben nicht nur, also es nennt sich demokratischer Konföderalismus, Basisdemokratie ist dabei eben nicht nur jetzt auf Entscheidungen an der Basis über die politische Selbstbestimmung, sozusagen, was ja auch schon ganz, ganz wichtig ist, beschränkt, sondern es geht darum, auch wirklich eine solidarische Ökonomie, eine demokratisierte Ökonomie aufzubauen, das heißt auch eine ökonomische Alternative zur kapitalistischen Moderne aufzubauen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der aber natürlich auch gerade bei den westlichen Staaten sehr viel Unmut und Sorge erregt. Bei so einem Projekt an der Peripherie der EU möchte man natürlich ausdrücklich nicht haben. Gerade weil ja der Hauptdiskurs ist, es gibt keine Alternative zum Neoliberalismus. Griechenland soll der Rücken gebrochen werden. Ja. Also gerade wenn wir die griechische Situation uns... Gerade wenn wir die griechische Situation uns anschauen, dann sehen wir ja, da ist sozusagen da die ganze EU praktisch eine Politik der Unterdrückung, eine Politik des Aufzwingens des Neoliberalismus durchgeführt und war damit anscheinend zumindest auf Regierungsebene ein Stück weit erfolgreich. Natürlich auch, weil es den Leuten, den Linken auch zum Teil, an einer aufgebauten alternativen Praxis fehlt. Obwohl natürlich in Griechenland gibt es die Kommunen, gibt's das, wird auch was aufgebaut, das findet statt, es wird sich zeigen, wie stark das ist, aber die Situation der griechischen Regierung war nicht, wir haben unsere Kooperativen und wir haben unsere Strukturen und naja, dann können doch die Banken machen, was sie wollen, das ist uns doch egal. An dem Punkt waren sie nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir Rojava anschaue und sage, habe ich damals mit dem Wirtschaftsvertreter vom Wirtschaftsrat von Rojava oder vom Kanton Cizre gesprochen, hat gemeint, naja, wie ist denn das mit eurem Modell eigentlich? Das ist ja ein Modell gegen die kapitalistische Moderne, wie soll denn das eigentlich weitergehen in Zukunft? Das ist doch nicht auf Google. Wie soll das weitergehen mit dem ganzen Druck von außen? Und da haben die natürlich gesagt, auf der einen Seite geht es darum, natürlich die Solidarität von außen, die Zusammenarbeit zwischen den ganzen, zwischen den solidarischen Bewegungen, aber auf der anderen Seite natürlich haben sie auch gesagt, naja, Kuba hat seit 60 Jahren ein Embargo und wir halten auch seit 60 Jahren ein Embargo und wir halten auch 60 Jahre aus, wenn es sein muss, weil wir sind von unserem Modell überzeugt und wir bauen eben die Wirtschaft an der Basis auf, sozusagen eine erweiterte Subsistenz dann auch, um dann sozusagen ein demokratisches wirtschaftliches System aufzubauen. Das ist natürlich eins
der Ziele der PKK. In Nordkurdistan werden auch Kommunen gegründet und so weiter. Also Kommunen, Kooperativen, Selbstverwaltungsorganisationen, Organisationen der Frauenbefreiung und ähnliches. Also das sind natürlich Projekte, die von der PKK und von Abdullah Öcalan angeschoben worden sind. Die heutige Veranstaltung war auch eine Veranstaltung der HDP. Ja. Was ist die HDP für eine Partei? Ich glaube, wir müssen unsere Flugblätter abholen jetzt. So. Fahnen. Warte mal. Haben die schon gesagt, dass wir sie holen können? Oder habt ihr es schon gehört? Ja, wir haben gehört. Ach so, okay. Also die HDP. Okay, die HDP ist eine Partei, Demokratische Partei der Völker. Das ist ein Bündnis von türkischen, armenischen, lasischen, kurdischen, Linken, von Transgender, von der Frauenbewegung und die natürlich die geschafft haben, wirklich durch den türkischen Militärputsch eingeführte 10%-Hürde zu überschreiten und 13% im Parlament zu bekommen. Trotzdem könnte man ja hier einwenden, naja, ihr sprecht hier von Basisdemokratie und jetzt setzt ihr auf eine parlamentarische Partei. Stimmt, aber es gibt noch eine andere Komponente, das ist die DBP, also die Demokratische Partei der Regionen. Und die ist dafür zuständig, tritt gar nicht mehr bei den Wahlen an, sondern die ist dafür zuständig, das Rätesystem aufzubauen. Das heißt also, es wird eine Struktur aufgebaut, eine eigene Kraft aufgebaut, jenseits von Staatlichkeit, die irgendwann sozusagen auch die, ja, so stark sein wird, dass es eine Alternative sein wird. Und wenn die Krise des Kapitalismus so weitergeht, natürlich, dass dann eine starke Gegenstruktur da ist und jetzt schon aufgebaut wird. Okay, vielen Dank. Okay, gerne. Du bist Mitglied der HDP, der türkischen HDP. Welche Ziele verfolgt die HDP? Also ich bin Mitglied der HDP-Plattform bzw. auch der HDP in der Türkei, aber die Ziele der HDP ist für eine demokratische, legitime, Vielvölkerstadt wie die Türkei. Also alle, für die alle unterdrückten Völker, Ethnien. Die HDP heißt auch der Partei der Völker. Deswegen HDP tritt für die Menschenrechte, also seit zum Beispiel 60er Jahre, sogar seit Gründung der Republik. Der Parlament ist nicht mal der eigene Herr im Lande. Es kam ja immer jedes zehn Jahre kam eine Militärjunta. Und es hat auch alle Völker, alle Ethnien unterdrückt und alle Rechte, sagen wir, gestrichen und Millionen von Menschen in Kerker geworfen und Folter verübt. Und die HDP ist auch gegen diesen Wahlhürde, die in dem Regime, also von dem 1980 gebracht wurde. Und deswegen hat die HDP versucht, mit allen demokratischen Kräften versuchen, in der Türkei eine basisdemokratische, freie Land zu schaffen. Also Demokratie nicht nur für Kurden, sondern für alle unterdrückten Bevölkerung, zivile Gesellschaften etc. Und die HDP ist auch eine ökologische Paradigma, hat auch HDP, zum Beispiel gegen Staudämme, gegen Störung von geschichtliche Werten und gegen Verschwendung von Wasser, gegen Atomkraftwerke etc. Also ein links, demokratisch links Partei, also nicht irgendwie so liberal links, sondern eine richtige demokratische Basispartei, also Linkspartei. Ihr habt auch Verbindung zu den Linken in Deutschland und zum Beispiel auch zu Syriza? Also die Linken von Deutschland hat uns als Schwesterpartei ernannt. Wir begrüßen natürlich diese Ernährung. Wir arbeiten auch mit dem Linken ganz gut zusammen seit Jahren und die haben auch uns dementsprechend sehr solidarisch wegen diesen Wahlen hier. Die haben uns auch viele Möglichkeiten zur Verfügung gesetzt. Deswegen bedanken wir und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit der linken Kräfte weltweit. Seit die letzten Wahlen in der Türkei waren Parlamentswahlen, oder? Ja, ja. Seid ihr dort auch angetreten? Ja, wir sind dort eingetreten. Wir haben 80 Abgeordnete auch jetzt. Jetzt im Parlament? Ja. Wir haben früher circa 30 gehabt, wir haben jetzt 50 mehr. Also wir haben ja zweimal so viel Stimmen gehabt. Nicht nur von Kurden, nur von allen unterdrückten Basis, von allen unterdrückten Völkern, Ethnien. Deswegen haben wir auch die 10% Hürde übersteigen. 10% ist die Hürde, ja? Ja, wir haben 13,12 genommen.
80 Abgeordnete von wie vielen? Von 550 Abgeordneten. Aha, also schon eine beträchtliche Anzahl. Wir sind viertstärkste Partei also. Viertstärkste Partei? Ja. Also das heißt sogar dritte, weil die anderen, die nationale Bewegung von der Türkei, die haben ja auch 80. Wir sind also fast der dritte Kraft. Okay. Und wir sind die einzige Opposition, die in die gesamte türkische Stadt kritisiert und die Opposition rechtmäßig für die demokratische Basis macht. Okay, vielen Dank, Ali. Bitte schön. Schönen Tag noch. Ja, alles gut. Danke. Tschüss, schönen Tag. Ja, bis bald.